Wir starten in Golling, wo seit Anfang Juli die kleinen Salzburger Festspiele mit nicht weniger hochkarätigem Programm für Aufsehen sorgen. Und vor wenigen Tagen lief im Burghof ein Highlight, um das die Gollinger Festspiele vom großen Bruder in Salzburg beneidet werden könnten. Die Wiener Philharmonia-Schrammel konzertierten mit einem Sänger, den man getrost als einen der Weltbesten im tiefen Fach bezeichnen kann, dem Bassisten Günter Kreuzböck. Marius Holzer ist erklärter Kreuzböck-Fan und hat das Konzert für uns besucht. Günter Kreuzböck zählt zu den gefragtesten Bassisten der Welt. Dennoch, der gebürtige Oberösterreicher ist charmant, bodenständig, freundlich und ein Lausbub. Prinzip, ich versuche, soweit es geht, ein kleiner Bub zu bleiben, solange es geht. Also dieses Lausbubengehen, das durchaus vorhanden ist, zu kultivieren und soweit es geht ins Mittelalter, ins hohe Alter, solange ich hier sein darf, weiter zu pflegen, konservieren und weiterentwickeln. Auf den Burgherrn spucken war ich jetzt nicht so dein. Naja, Burgherr in dem Sinne, ich kenne ihn noch gar nicht, es ist mir nur so spontan eingefallen und das ist ja, das macht ja irgendwie die Würze an dieser Musik, dass du jetzt so ins Publikum schaust und du siehst irgendwie, die sind jetzt irgendwie bereit für Spontanität und dann schaust du herum und dann funktioniert das und dann oft kommen halt so ganz witzige Gags raus. Das Wiener Lied braucht einen Lausbubenscham, da ist man sich auf den Gollinger Festspielen einig. Bitte lass mich. Wenn Sie jetzt nochmal ein Bub wären, Herr Breimesberger, welche Lausbubentätigkeit würden Sie am liebsten wieder aufnehmen? Gottes Willen, ich würde den Dominik anrufen und dann wird uns was einfallen. Ich fürchte, bei mir stellt sich die Frage deswegen nicht, weil diesen dafür notwendigen Reifungsprozess habe ich irgendwie nie ganz abgeschlossen. Du hast ja drei Kinder, die das übernehmen, oder? Ja, aber ich kann das schon auch noch. Ja, meine Frau könnte jetzt viel dazu sagen. Die Matinee stand ganz im Zeichen des Wiener Lieds. Thematisch schweifen Kreuzböck und die Wiener Philharmonia-Schrammeln immer wieder schwärmerisch in die Vergangenheit. Erinnern Sie sich noch ans 12er und ans 20er Jahr? Das Lied von Hans-Georg Hübsch bezieht sich auf 1900. Doch das Wiener Lied ist stets aktuell. Geht natürlich um 1912, weil er singt ja im Refrain, wie nobel der alte Kaiser damals war. Und also normalerweise, wenn ich das als Refrainlied singe, dann imitiere ich mit einer gewissen Art von Schönbrunner Unterton, also gar diesen noblen Kaiser. Aber das kann man natürlich, und das ist, glaube ich, das Wesen dieser Musik, dass das immer irgendwo eine gewisse Tagesaktualität auch hat. Wie ich sagte, früher war auch die Zukunft besser, oder? Es gibt da so ein Bonmot von Karl Valentin, ist das, glaube ich. Ne? Die allgemeine Stimmung passt gar nicht so schlecht zu diesen Liedern, finde ich immer. Für mich sind immer die Momente, wo man merkt, und da gab es heute Gott sei Dank sehr viele, wo man das Gefühl hat, man könnte jetzt alles machen, was man sich auch nie ausgemacht hat, und trotzdem wissen alle gemeinsam, wann es jetzt weitergeht, wie es jetzt weitergeht. Ganz wichtig, damit diese Momente zustande kommen, ist auch das Publikum. Und mehr Publikum ging nicht, denn der Gollinger Burghof war an diesem Tag voll. Die Lust auf mehr Wiener Lied von Kreuzböck und den Schrammeln kann gestillt werden mit der aktuellen CD mit dem Titel Gemischter Satz.